Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Und zwar Psycho64 hat was gedroppt. Zusammen mit J-Bo. Sagt mir gerade gar nichts. Let me watch over here. Vielleicht gibt es doch was, was mir hier irgendwas sagt. Denke ich mal nicht, aber ja, mal kurz gucken. Nee, tatsächlich nicht. Naja, egal. Muss ich glaube ich auch mal mehr reinhören. Aber wir gehen jetzt in ganze Nacht an dich. Der Song kam gestern raus. Und ja, ich würde sagen, ich laber gar nicht lange. Wir gehen direkt rein. Let's go. Das ist geil. Das klingt zum Beispiel auch geil mit dem Beat. Warte. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Das klingt geil. Generell auch eine sehr nice Stimme. Denk die ganze Nacht an dich, Baby. Fühl mich nicht so wohl und kann nicht schlafen lately. Mittlerweile glaube ich, dass es an mir selbst liegt. Ich sitze in meinem Bett und denke wieder an sie. Geiles Ding, ehrlich. Auch der Beat gibt mir auch Vibes vom Album, so ein bisschen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, welcher Song so. Aber auf jeden Fall, ich habe so ein bisschen die Vibes so auch vom Silent and Happiness Album. Zu Jay, wo kann ich halt nichts wirklich sagen. Aber geile Stimme hat er auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall nice. Da muss ich mir dann auch mal ein bisschen was anhören von ihm. Ja, vor allen Dingen hier, Digga, 3816 monatliche Hörer, Digga. Ich habe gesehen, er macht das auch ein bisschen länger schon. Ja, guck mal, seit 21 macht er das. Weiß jetzt gar nicht, seit wann macht er das jetzt eigentlich? Okay, seit 22. Ungefähr praktisch gesehen eigentlich, ja, fast gleichzeitig, sag ich jetzt mal, angefangen. Aber es klingt auf jeden Fall nice. Ja, auch eigentlich, beide passen sehr gut auf diesen Beat, beide von der Stimme her passen sehr gut auf den Song. Ich bin ehrlich. Ich würde es feiern, wenn die beiden noch mal was machen. Weil der Track gefällt mir. Und ja, ey. Ich finde auch die Betonung, beziehungsweise das Ding ist, ich habe ja keine Ahnung, wer das Mix und Mastering gemacht hat. Aber an wen auch immer, der das hier gemacht hat, sehr, sehr geil gemacht. Nicht zu laut, nicht zu leise. Man versteht alles wunderbar.
Sowas gehe ich halt nie wirklich ein, so. Aber hier droppe ich das jetzt. Einfach weil ich das mit den Stimmen auch einfach geil finde. Also ich habe von der ersten Hook in den Part rein, habe ich keinen wirklichen Stimmenunterschied gemerkt. Aber jetzt so, wo der Part zu Ende ging, in die Hook wieder rein, da habe ich es dann doch gemerkt, dass das zwei verschiedene Stimmen sind. Ja. Und einfach auch stimmlich kann ich hier sagen, Javo macht die Hook und Saiko macht den Part. Das hört man eigentlich am Ende sehr gut raus. Wenn ich jetzt mal hier so, hier ging das. Die ganze Nacht an dich, Baby. Fühl mich nicht so wohl und kann nicht schlafen lately. Mittlerweile glaube ich, dass es an mir selbst liegt. Ich sitze in meinem Bett und denke wieder an sie. Denke wieder an sie, ich glaube, ich hab mich verliebt. Ja, du bist meine Queen, Aura so wie Magie. Ich hab mein Herz verloren, ich glaube, ich kenne den Dieb. Die Frau, die in meinem Bett liegt, der Shit, der geht mir zu Dieb. Ich denk die ganze Nacht. Ja, okay, doch, jetzt höre ich auch raus. Aber ich habe da vorhin echt keinen Unterschied gemerkt. Aber trotzdem, sehr geiles Ding. Muss ich sagen. Oder muss man einfach sagen, sehr, sehr geiles Ding. Ich bin ehrlich mal gespannt, was da noch kommt. Generell auch von Psycho, was da jetzt noch so kommt. Ich glaube nämlich, das ist der erste Release. Ja, das ist der erste Release nach dem Album. Das Album kam ja im Juni. Das ist jetzt auch schon 5 Monate her, seitdem das Album kam. Und ja, ich bin ehrlich mal gespannt, was da noch so kommt. Daher bin ich da mal gespannt, was wir da noch so kriegen. Und vor allen Dingen, wen er sich dann noch dazu holt, alles. Bin ich auch mal gespannt. Aber ja, geiles Ding. Ich glaub, ich hab mich verliebt. Ja, du bist meine Queen, aber so wie Magie. Ich hab mein Herz verloren, ich glaub, ich kenne den Dieb. Die Frau, die in meinem Bett liegt, der Shit, der geht mir zu Dieb. Geht wieder von vorne, das habe ich nicht gemerkt. Ja, ey, geiles Ding. Schaut bei ihm vorbei, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich habe euch den Link natürlich wie immer in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi.